So, hallo zur letzten Viertelstunde für heute, in der ich das Plugin Kraftbook etwas vorstellen will. Kraftbook ist hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, dass es Redstone-Schaltkreise verfeinert und mehr Möglichkeiten bietet. Deshalb machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Redstone hier hin. Das ist unser. Ja, das ist unser Redstone-Kabel. Ja, so geht es leider nicht, auch wenn ich es mir immer wieder wünschen würde, dass es so ginge. Zack. Strom an, Strom aus, das kennt ihr noch. Ja, jetzt habe ich natürlich den. Ja, jetzt fangen wir mal hier mit an. Jetzt hat natürlich die Möglichkeit, könnten wir jetzt eine Eisentür steuern. Oder. Was kann man noch im Standard machen? Man könnte Minecarts damit boosten oder nicht boosten, aber viele Möglichkeiten gibt es halt nicht wirklich. Man könnte Fackeln an- und ausschalten. Kraftbook hingegen hat mit einer Vielzahl, ich sag mal knapp 50 Funktionen, zusätzlichen Inhalt dafür zu geben. Zum Beispiel hier, das ist unser Nethergestein. Der fängt, sobald wir Strom drauf geben, an zu brennen. Das ist jetzt eine der Grundfunktionen, recht einfach. Die auf meinem Server freuen sich natürlich alle, dass ich so ein bisschen auch Redstone vorstelle. Redstone ist nicht jedermanns Angelegenheit. So, jetzt kommen wir auch gleich zu etwas komplizierteren, nämlich dem Tor. Ist eigentlich auch wieder recht einfach. Im Endeffekt beschränkt es sich alles eigentlich auf Schilder, was jetzt kommt. Wir schreiben Gate da drauf. So. So. Jetzt pflanzen wir da drüber das Zeug. Wie heißen sie nochmal? Zäune. Darüber auch noch eine Reihe. Das Zeug reiße ich dann alles später wieder ab. Jetzt machen wir hier drin den Raum frei. So, die Gates, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Die benutze ich eigentlich recht oft. Strom drauf, Tor zu. So. Jetzt könnte man natürlich noch auf die Idee kommen. Wir sichern jetzt unser Tor. Danke, Twilly. Wir legen jetzt hier, sagen wir, noch Dinger hinter. Wie heißen sie nochmal? Netherstein. Ah, scheiße, jetzt habe ich mich falle. Jetzt bin ich wieder in die Falle gelaufen. Die müssen immer dorthin zeigen, die Redstones. Also so neben vorbeilaufen geht's nicht. So, jetzt müsste er brennen, sobald ich es wieder an- und ausschalte. So könnte man das Tor jetzt zum Beispiel doppelt sichern. Natürlich müsste man jetzt das Redstone so verlegen, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht und nicht einfach hingehen kann. Ah, ich komme durch. Die nächste Mechanik, die ich zeigen will, ist jetzt die Brücke. So, legen wir hier mal einen Repeater hin, damit ich auch die volle Leistung an Strom habe. Das hier ausgeschaltet. So. Die Brücke ist im Endeffekt dem Tor sehr ähnlich von der Mechanik her. Das sind jetzt unsere Ränder der Brücke. Die Schilder kann man jetzt entweder unten drunter oder oben drauf machen. Da wir jetzt hier keine Kunstwerke bauen, baue ich es einfach oben drauf. Ich glaube, ich hab's. Nee, ich hab's richtig gemacht. So, gucken wir mal. Na. Ach so. Ja, es muss direkt zum Schild hinführen. Jetzt sieht man es hier. Brücke zu. Brücke auf, Brücke zu. So könnte man zum Beispiel auch
Falltüren bauen, indem man da drauf steht. Hier ist jetzt so der Schalter an der Wand. Ich drück den und fall runter. Was bei den Toren auch noch schön ist, die halten Wasser auf. Damit kann man Schleusen bauen hier. Es ist also an sich eine sehr praktische Angelegenheit, dieses Craftbook. Es erübrigt einen sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man jetzt machen, hier einen Knopf, der boostet das Minecart an, das hier auf der Strecke ist. Man fährt durch das Tor durch und hinter dem Tor geht es dann sofort wieder zu und der Boost hört auch auf. So als Starthilfe zum Beispiel. Dann gibt es noch einige, wie könnte man sie nennen, interessante andere Funktionen, die jetzt nicht quasi so objektiv sind wie dies hier, dass man es einfach hinstellen kann. Das sind dann die sogenannten SISO-Blöcke. Die sehen so aus quasi, dass hier ein Ding dran ist und die Funktion quasi auf einen Schild hier vorne dran kommt. Was nehmen wir denn? Ich habe die Liste offen. Wir nehmen, ja, den Message-Sender. Bin ich schon ein zu tief gegangen. Die werden dann in verschiedenen, immer in der zweiten Reihe, in verschiedenen MC-Funktionen angegeben. Das ist der Nachrichtensender, ist die 1510. Da könnte man jetzt Nachricht Hallo, und wenn wir die dritte Reihe freilassen, wird es an alle übersendet. Das heißt, sobald ich jetzt hier Strom an- und ausmache, wird Hallo jetzt an alle gesendet. Oder auch nicht. Vorführeffekt? Okay. Hat es sein, dass ich mich vertan habe? Nachricht in die dritte Reihe? Ich gucke nochmal nach. Genug Zeit haben wir ja noch. Der Message-Sender. Dritte Reihe. Ah, okay. Genau falsch rum. MC 1510. Hier frei und hier Hallo. So, jetzt aber. Leave blank for alle. Na gut, vielleicht klappt das nicht. Okay. 1510. Twilly hört ja wahrscheinlich noch mit, deshalb... jetzt habe ich die Zeile schon wieder übersprungen. Ich gebe jetzt einfach mal... Oder nee, wir nehmen meinen Namen. Dann seht ihr das auch. Hallo... Nee, Iruini, 1000. Nachricht ist Hallo, wie gerade. Da sieht man es jetzt, jetzt kommt da die ganzen Hallos an. Um auch mal ein bisschen Standard... Ach, jetzt habe ich keine... Redstone-Fackeln dabei. Egal, wir sind ja Server-Admin. Um den Vorführeffekt etwas entgegenzuwirken, geben wir uns mal ordentliches... Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen. Wir bauen jetzt eine Uhr, das ist ein Endlosschaltkreis. Gucken wir mal, ob ich den so auswendig hinkriege. So. Eine Fackel, zwei Fackeln, drei Fackeln. Ne, hier kommt die Fackel hin. Fünf Fackeln. Schauen wir mal. Ach ja, hier ist jetzt natürlich wieder das Problem mit der Kurve. So, die Uhr läuft. Die läuft jetzt quasi endlos weiter, indem sie immer wieder Plus und Minus angibt. Und jetzt machen wir unseren tollen Schalter weg. Und jetzt fliegt mir hoffentlich nicht der ganze Server über die Ohren, weil ich jetzt alles überlaste. Also es sieht doch schon witzig aus. Es läuft hier quasi alles übereinander und ich werde jetzt hier mit Hallo-Nachrichten vollgespammt. Damit könnte man natürlich jetzt auch andere Sachen machen, als jetzt eine Hallo-Nachricht senden. Also vor allem mit dem Endlos-Ding. So. Also das sind hier nur jetzt Grundlagen, die ich vorführe. Es
Es gibt jetzt auch noch Sachen wie Wireless-Übertragung, also ohne Kabeln kann man über die Dinger übertragen, über die Craftbook-Dinger. So, jetzt zeige ich euch was anderes. Das ist jetzt allerdings nur für Admins. Das ist der 1200er Befehl. Und wir wollen jetzt Kühe. Also wenn man es richtig sieht, das ist jetzt ein Mob-Spawner. Naja. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich es anschließe. Jetzt müssten da... Jetzt tauchen da Kühe auf. Warum das nur für Admins ist, sollte klar sein. Damit haben wir jetzt unsere defekten Mob-Spawner ersetzt. Ja, ihr geht mir jetzt allerdings auf die Nerven. Ja, ich weiß, gerade erzeugt. Natürlich geht das jetzt nicht nur bei Monstern. Es geht natürlich auch bei Items. So könnte man zum Beispiel einen Item-Spender bauen. Den könnte man dann über Counter regeln, dass man nur so und so oft den benutzen kann in der Woche. Mit der Serverzeit, die kann man abfragen. Also es bietet sehr viele Möglichkeiten. Was nehmen wir denn für ein Item? Wir nehmen... Irgendwas... ja, wir nehmen die... Die 40. Was Langweiliges. So. Jetzt schließen wir es wieder an die Uhr an. Und jetzt regnet es Fliegenpilze. So, und damit würde ich auch sagen, ist das die erste Hälfte des Tutorials beendet. Ich überlege mir jetzt noch schnell, was ich in der zweiten Hälfte zeige. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Bis dann.